Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beholder. Für die Bestattung Martha Steins Beerdigung völlig 1000. Genau, so, es ist ziemlich spannend. Warum hast du nur das getan? Es gibt mir jemanden, der hier einziehen will. Was? Anna! Ah. Anna ist gestorben! Nein! Was ist denn da passiert, Mensch? Jetzt stehe ich ganz alleine da. What the hell? Alter! Meine ganze Familie ist weg. Was brauchen Sie? Ich brauche ein paar Dinge für die Arbeit, die ich zu Hause erledigen wollte. Ich kann den Abgabetermin nicht einhalten und darf hier keine Minute weg. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir Schere und Farbe bringen könnten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was? Schere und... Warte mal. Farbe? Ich habe gerade meine Familie verloren, aber ist okay. Was? Leere Flaschen. Wein. Fingerhut und Nadel. Über das Wetter sprechen. Es ist ein warmer Herbst. Sie sind noch jung, Karl. Ihnen wäre sogar ein der Antarktis noch warm. In meinem Alter ist einem immer kalt. Jugendliche Romantik wird zwangsläufig durch sinnliches Rheuma ersetzt. Über den Krieg sprechen. Haben Sie den Überblick über die Nachrichten von der Front? Oh nein, ich schon meiner Nerven. Diese Narren können nicht richtig kämpfen. Wäre ich verantwortlich, hätte ich alle Feinde längst ausgerottet. Denken Sie nicht, dass das zu viel ist? Blödsinn, Karl Stein! Die ganze Geschichte der Menschheit besteht aus Mord und Totschlag. Haben Sie in der Schule nicht aufgepasst? Kommen Sie in meine Bibliothek, dann werde ich... Ach scheiße, das ist ja die alte Dame oben. Shit, scheiße. Falsche Stimme. Dann werde ich Ihnen einige Geschichtenbücher über den Krieg geben. Sie haben nicht genug Geld. Bei mir will keiner einziehen. Ich brauche... Ich stehe jetzt ganz alleine da. Warte mal, ich brauche jetzt hier mal Schere. Schere, 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 Schere. Schere und Farbe. Woher soll ich denn Schere und Farbe nehmen? Der Bürger Mark Rennick hat über die Bestechung eines Funktionärs berichtet. Sie haben versucht, illegale Zugriff auf die archivierte Papiere von Klaus Schlemmer zu erhalten. Hiermit halten sie einfach und eine Geldstrafe. Hilfe der Verordnung. Ja. Was? Ach Gott. Die ganze Nachbarschaft sah zu, wie Karl in das Polizeiauto gezerrt wurde. Sein Gesicht war blutverschmiert und in seiner Hose befand sich ein Loch, wo vorher seine Hausschlüssel waren.
Die Polizei hatte sie mit dem Stoff zusammen abgerissen. Irgendeine Taste zum Fortfahren drücken. Das kann doch jetzt nicht sein. Bis zum bitteren Ende seines kurzen Lebens fragte sich Karl, was mit seiner Familie geschehen war. Ja, das frage ich mich echt. Vor allem, was soll ich denn machen, bitteschön, wenn ich kein Geld bekomme? Niemandem aus Karl Steins Familie vergönnte es das Schicksal, bis zum Ende des Jahres am Leben zu bleiben. Boah. Unglaublich. Aber war sau interessant, das Spiel. Die letzten 5 Minuten haben wir noch genossen. Und ja, wir sind Schicksal des Armutes geworden. Zuerst Martha, dann Patrick. Und aus mysteriösen Gründen Anna. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie man anders spielen soll, um das Ganze zu verhindern. Denn das sind Beträge, die sind in allem Ermächtigen. Wobei, eventuell kann man das schaffen, wenn man nach jedem Auszug die Sachen sammelt und die dann verkauft. Und allgemein halt einfach im Prinzip die Sachen sammelt und verkauft. Könnte sein, dass wir so Geld machen könnten, aber das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mal versuchen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!